Leute, seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es um etwas von Parkside, nämlich eine neue Leuchte, eine LED-Torch, eine LED-Taschenlampe, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Sofort nach dem Intro geht's damit los. Ja, Parkside bringt immer wieder neue Leuchten in allen möglichen Facetten hier auf den Markt. Diesmal geht es hier um so eine kleine LED-Torch, man kann auch Taschenlampe sagen. Und wir haben hier zwei Leuchtquellen, das heißt, wir haben hier eine an der Front und wir haben eine an der Seite. Beide leuchten mit Hilfe von COB-LEDs, das heißt, wir haben hier ein Feld oder die LED-Felder sehen dann so aus, als wenn sie ein großes Feld darstellen. Das ist der große Unterschied, deswegen heißt das COB-LED. Wir haben eine Farbtemperatur von ca. 6500 Kelvin. Das ist also sehr, sehr weiß, das Licht. Das ist also ein bisschen über Tageslicht weiß, also wesentlich weißer, je weiter runter man kommt. Also zum Beispiel bei 4000 Kelvin wäre es etwas gelber. Hier haben wir wenig Gelbanteil in dem Licht mit drin. Wir haben eine 2-in-1-Kombination, hatte ich schon gesagt. Das Ganze ist aus Aluminium, das heißt, es ist auch recht robust dargestellt. Die Leuchtdauer beträgt etwa 5 Stunden. Batterien sind auch gleich mit dabei. Und wir haben einen Lichtstrom bei der Seitenleuchte, hier bei der großen Leuchte von etwa 150 Lumen. Das ist für so eine kleine Lampe auf jeden Fall schon ganz schön viel, und wir haben bei der Vorderleuchte ungefähr 120 Lumen an Lichtstrom. Die Leuchtdauer beträgt, hatte ich eben schon gesagt, ungefähr 5 Stunden. Das gilt allerdings nur hier für die vordere Seite, also für die Taschenlampenfunktion. Wenn ihr die Seitenleuchte in Betrieb nehmt, ungefähr 3 Stunden mit den beiliegenden Batterien. Die Reichweite ist wirklich gewaltig bei dem Gerät. Wir werden das gleich mal ausprobieren, wenn ich die hier einschalte. Ungefähr 10 Meter soll sie Leuchtweite haben, und Schaltzyklen, die sie aushält, sind mit 100 1000 beziffert, also da könnt ihr ein paar Jahre auf jeden Fall unbesorgt mit durch die Welt streifen. Wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt oder irgendetwas und damit dann durch den Wald geht abends noch oder wie, dann habt ihr auf jeden Fall immer Licht dabei. Die ist auch recht leicht, die wiegt nämlich nur ungefähr 200 Gramm. Ja, der Durchmesser ist 3,3 Zentimeter hier vorne am Kopf, hier hinten ist es ein bisschen schmaler, ungefähr 2,8 Zentimeter. Und die gesamte Länge von vorne bis hinten ist ungefähr 25 Zentimeter. Die Lebensdauer generell beträgt dann etwa so 50.000 Stunden. Ich verlinke euch das Produkt übrigens unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis auch abrufen. Derzeit liegt die so etwa bei 13 Euro. Ja, dann gucken wir mal rein, packen wir die mal aus. Die ist ja hier noch in so einer weißen Verpackung jetzt diesmal drin. Ist auch ein bisschen ungewöhnlich für Parkside-Produkte, da die ja sonst immer in diesen grünen Verpackungen kommen. Hier ist auch noch ordentlich was drin. Hier sind dreimal AAA-Batterien mit dabei, das heißt 1,5 Zoll Mikrobatterien nennt man die auch. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung mit dabei. Wenn ihr dafür eine Bedienungsanleitung weiß, weiß ich nicht, was da mit eurem Leben verkehrt ist. Aber wer da schon mal vorher reingucken möchte, kann jetzt diesen QR-Code hier abscannen oder Lidl-Service.com aufrufen. Und dann könnt ihr euch eine Bedienungsanleitung für eine Taschenlampe herunterladen. Ich mache mal hier die Batterien raus. Dann gucken wir mal, ob wir die hier reingesetzt bekommen. So, die werden wahrscheinlich, ja, seht ihr, jetzt sage ich noch, Bedienungsanleitung ist Blödsinn, aber hier unten wird das reingebracht, und ihr seht, das ist wirklich alles aus Aluminium selbst. Hinten die Kappe und alles, das ist aus Metall gearbeitet. Das ist also wirklich sehr, sehr wertig. Da drin verbirgt sich dann ein solcher Batterieträger. Da müssten wir jetzt dann die Batterien einmal noch einlegen. Das machen wir mal eben. So. Die flache Seite immer auf die Federseite, das wisst ihr alles. Dann packen wir das hier wieder rein. So, und dann schrauben wir das zu. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das einigermaßen wasserdicht ist. So Wasserdichtigkeit habe ich jetzt hier allerdings nichts gefunden. Die ist jetzt schon mal an. Okay, machen wir die mal aus. So. Drehen wir das Ganze mal zu. Dann haben wir hier hinten eine Handschlaufe noch mit dran. Die ist hier tatsächlich fest installiert. Ich glaube, die könnt ihr soweit auch nicht abmachen. Wenn, dann müsst ihr die abschneiden, wenn euch das nicht gefällt. Hinten drauf ist noch ein kleiner Magnet. Das wird so ein Neodym-Magnet wahrscheinlich sein in der Größe. Und dann könnt ihr das zum Beispiel an eine Metalltür oder ähnliches dann gegenheften. Oder wenn ihr irgendwie, was ich, im Sicherungskasten oder sowas, machen das ja auch viele fest. Und ansonsten könnt ihr das an alle magnetischen Flächen damit auch heften. Motorhaube würde mir jetzt noch einfallen, zum Beispiel, oder generell beim Kfz.
wenn man dann im Motorraum arbeitet, einfach unter Wappen und dann müsste das eigentlich genug Licht haben, um euch den Motorraum zu beleuchten. Vorne haben wir diese kleine COB-LED-Fläche, die ist hier wie gesagt rund und wie gesagt, bei COB ist das eben so gemacht, dass man dann das Ganze als eine Fläche wahrnimmt und ihr kennt das ja, bei anderen Lampen ist das manchmal so, da sind so kleine SMD-Bausteine drauf als LED-Baustein und da sieht man dann teilweise auch die einzelnen Leuchtpunkte und das will man hier bei den meisten Lampen nicht, weil man möchte ein homogenes Licht haben, um das Ganze dann eben prima beleuchten zu können. Um das Licht dann eben einfach angenehmer zu machen. Machen wir sie mal an. Okay. Und ihr seht schon, das wirkt als homogenes Licht. Wenn ich jetzt live drauf gucke, sehe ich allerdings hier tatsächlich, wenn ich seitlich ein bisschen gucke, sehe ich hier einzelne SMD-Bausteine tatsächlich auch leuchten. Ansonsten, schaut mal, die macht schon ganz schön Licht. Ich werde auch gleich nochmal das Licht ausmachen, aber so zum Arbeiten oder sowas reicht das sicherlich aus. Jetzt, wenn ihr Malarbeiten macht oder sowas, sicherlich nicht. Aber wenn ihr jetzt irgendwie kein Licht habt und irgendwie im Sicherungskasten rumfummeln müsstet oder sowas, dann kann ich mir vorstellen, würde das auch hinreichen. Dann haben wir hier vorne die Taschenlampenfunktion. Die ist natürlich so ein bisschen wie ein Spot. Schauen wir uns das mal an. Und dann können wir hier jedes Mal, wenn wir draufdrücken, geht eine Funktion aus und die andere geht an. So sieht das dann aus. Ihr habt leider keine Dimm-Funktion. Ich kann das ja mal ausprobieren, ob ich das hier ein bisschen gedimmt kriege. Nein, Dimm-Funktion ist hier nicht vorhanden. Manchmal ist das ja so, wenn man etwas länger draufdrückt, dass man dann das Ganze noch dimmen kann. Das ist hier, wie gesagt, nicht der Fall. Das würde ein bisschen so die Batterielaufzeit so ein bisschen verlängern. Ich mache hier mal das Licht aus. So, war jetzt natürlich eine doofe Idee, zum Lichtschalter zu gehen und nicht die Lampe in den Händen zu halten. Wo ist sie denn jetzt? Gucken wir mal, hier habe ich sie. Und jetzt mache ich sie mal an. Das ist die vordere Leuchte und ihr seht auf dem Tisch, das ist schon ganz schön hell. Und wenn ich das jetzt hinten an die Wand bringe, dann ist das tatsächlich so, dass das die ganze Wand beleuchtet und die hat etwa 3 x 2,50 m hier in dem Raum und ich bin jetzt ungefähr 2,5 m von der Wand weg und die ist wirklich sehr gut beleuchtet. So, dann machen wir mal die Seitenleuchte an. Die ist natürlich gewaltig heller, auch wenn sie nur 30 Lumen mehr hat. Aber man sieht, denke ich, schon mal, wie das hier auf der Tischfläche erscheint. Das gibt dann auf jeden Fall einen etwas größeren Lichtpegel. Je nachdem, wie ihr die haltet, ob ihr die so haltet oder so haltet, könnt ihr diesen Lichtpegel natürlich auch ausdehnen. Also ich finde das schon wirklich sehr, sehr hell, muss ich wirklich sagen. Schaut mal rein. Wenn wir das jetzt einmal hier wechseln, seht ihr, so funktioniert das Ganze. Also ich bin begeistert von der Leuchte. Für den Preis kann man hier sicherlich nichts verkehrt machen. Wenn wir jetzt das Licht wieder eingeschaltet haben, können wir uns die Leuchte noch mal etwas genauer angucken. Die hat nämlich hier hinten eine Metalloberfläche und die ist hier noch mal geriffelt. Das heißt, auch wenn ihr feuchte Finger habt oder generell die im Griff haben möchtet, dann ist das natürlich wesentlich besser, als wenn das hier eine glatte Oberfläche wäre. Ansonsten ist die vom Design her in diesem matt-schwarzen sehr gut gewählt, würde ich sagen. Erinnert so ein bisschen an die, wenn ihr diese Mac-Lights kennt von früher oder die gibt es ja immer noch, die professionelle Taschenlampen, die sind ein bisschen teurer. Aber so ein bisschen nachempfunden ist das hier, denke ich mal schon, auch hier vorne mit diesem geriffelten Design und generell das Ganze in Metalloptik hier. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das genauso seht wie ich. Ja, mehr kann man jetzt eigentlich zu so einer Lampe eigentlich nicht sagen. Ihr habt gesehen, wie die leuchtet. Jetzt ist natürlich immer subjektiv. Für einen ist das wesentlich zu hell, für den anderen ist das wesentlich zu dunkel, für den anderen ist das genau richtig. Müsst ihr euch selber anschauen, wenn ihr euch die Lampe bestellt habt, ob die für euch hell genug ist. Ich denke mal, für den Preis kann man auf gar keinen Fall irgendwie was verkehrt machen. Taschenlampe kann man irgendwie immer gebrauchen und gerade auch wenn ihr Heimwerker seid, muss man immer mal irgendwo reinleuchten und da ist so eine Taschenlampe natürlich in diesem Format wirklich super. Ja, viel mehr gibt es nicht zu sagen zu so einer Lampe. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch gefallen hat, wenn es ein paar Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit zuschaltet und sage bis dahin.